Crit-Vane mit IE ist halt 100 Mal besser. Nein. Das ist auf jeden Fall der beste Vane. Der Damage ist absolut filthy von dem Bild. Ich weiß nicht, das ist so crazy, der Schaden. Muss irgendwie kommunizieren, dass das Team bei Baron bleiben soll. Ja, das ist leider, also es ist echt erstaunlich, wie schlecht Diamond-Spieler sind und wie wenig Spielverständnis die haben, finde ich. Aber auf der anderen Seite, sonst würden wir mit unseren Fun-Builds ja auch nicht durchkommen bisher. Aber es ist schon echt crazy, wie wenig Spielverständnis da ist. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich mache natürlich trotzdem auch Fehler, also Vladimir. Wer ist jetzt dran? Wen hatten wir? Jetzt ist Weiger. Shit, ich war eine Zeile falsch. Jetzt kommt Weiger, Velkos, Vi, Viktor. Das ist echt schon eine gute Zeile hier. Die Frage ist bloß, mit was spielt man Weiger aktuell? Das ist die große Frage. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, mit was man dem spielen soll. Glacial? Ne, ich glaube, Glacial ist nicht mehr so gut, oder? Oder Everfrost? Ich weiß nicht. Warum keine Runons auf Vayne? Weil du die Vayne-Passive, also diesen True-Damage-Shit, kannst du nur auf einem Ziel haben. Und das ist dein Primärziel. Das heißt, Runons bringt, glaube ich, einfach nicht so viel. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, weil das Runons ja jetzt verändert wurde. Hydra of Range, deine Meinung? Sieht ganz gut aus, ja, tatsächlich. Rudens oder Everfrost? Dann gucken, wie wir das spielen. Das ist wahrscheinlich auch Matchup-abhängig. Man könnte auch sowas wie Night Harvester vielleicht probieren oder Full Tank. Sunfire Cape? Die Sonnenfeuer-Igide auf dem guten alten Weiger? Da sehe ich mich eigentlich. Ich glaube, Weiger ist schwächer geworden als davor, ja. Dadurch, dass GLP weg ist. Also GLP war halt perfekt für Weiger. Weil das hat ja mehr Range als das Everfrost. Und du konntest aus einer sicheren Range, konntest du slowen mit GLP und mit Ghosties. Und dann konntest du in einer sicheren Range praktisch dein E stellen. Die konnten nicht an dich ran. Also für Weiger gibt es gerade nicht so wirklich Optionen. Ich finde, dieses Frost-Item fühlt sich sehr bad an. Ja, manche Leute schwören auf dieses Frost-Item. Ich persönlich finde das auch nicht so geil, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Machst du heute das A-Z-Projekt fertig? Na, wir machen heute einen 12-Stunden-Stream. Wir sind gerade bei 2,5 Stunden. Aber es ist auch noch Prime League und es ist auch noch Clash dazwischen, dürft ihr nicht vergessen. Oh Gott, ey. Ich habe mit einem Spätzle von mir habe ich einen Warhammer 40k Battle Report gemacht. Und der hat den auf YouTube hochgeladen. Um Gottes Willen, ey. That might be a disaster, guys. That might be an absolute disaster. Schaut mal, ich guck rein und schon das erste, was ich sehe, ist sowas hier. Wie ein Höhlendroll, um Gottes Willen, der gute alte Höhlendroll, Oh shit. Hab ich die Loose Win Ratio angeglichen eigentlich nach dem Game? Gerade? Was spielen wir jetzt? Was? Wen? Weiger. Weiger will ich spielen. Toplane Weiger. Toplane können wir wirklich Sunfire gehen. Treff mit If Possible. Kannst du den Link mal reinpacken? Hier. Also der hat so einen kleinen Warhammer-Channel und ist praktisch ein Spätel von mir. Und hat gesagt, er hätte mal Lust, ob ich mal Lust hätte, Warhammer mit ihm zu spielen. Na. Ihr werdet erkennen, ich bin ein ziemlicher Noob, bin ich. Kannst du einen Champion empfehlen, der selten gespielt und gebannt wird, aber trotzdem stark ist? Würde gern was OTPen. Selten gepickt oder gebannt, aber stark. Kommt auf deine Elo an. Ich würde dir Ramos empfehlen, zurzeit. Der gute alte Ramos. Ansonsten ist, glaube ich, Weiß für Low Elo auch noch ein Geheimpick. Also wirklich, es ist tatsächlich ein Geheimpick.
Weil. So, zack, zack, zack. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ravenous Hunter, zack, zack. Wir nehmen alles an CDR mit, was wir können. Also ich glaube, Weiger ist tatsächlich okay gegen Jax, oder? Wenn wir nicht inten. Schauen wir mal höflich, ob er eh die Mitte kann. Danke an Silver2K für den Support. Willkommen, willkommen. Was ist das denn für ein blauer Fleck in deinem Gesicht? Das kann sein, ich habe, also mein Bartwuchs ist sehr, sehr komisch. Ne? Das kann sein, dass es das, wait, was habe ich jetzt gemacht? Oh. Also wenn ihr euch vorstellt, ich weiß nicht, wie das bei euch, wie euer Bartwuchs ist, aber bei mir ist das so, nehmen wir mal an, das hier ist mein Gesicht, ne? Dann habe ich hier so meine Haare, ich war lange nicht mehr beim Friseur, Covid und so, ne? So, hier sind meine Haare und hier so ist meine Nase, perfekt, ne? Und praktisch hier an dieser Wange ist einfach so ein Feld, wo ich Bartwuchs habe, das heißt, das ist ganz komisch bei mir. Ich habe da Bartwuchs, ich habe hier Bartwuchs und ich habe so da, so den Neckbeard-Style. Aber ich habe irgendwie keinen so richtigen Bartwuchs so im ganzen Gesicht irgendwie, sondern es ist halt irgendwie so komisch, der Bartwuchs. Das ist einfach so ein Fleck, ja. Was hältst du von dem Kraken? Ich glaube, Kraken habe ich ja vor dem Spiel letztens gesagt. Ich glaube, Kraken auf Krakenslayer ist eigentlich nicht richtig. Ist halt lustiger. Ne? Ich glaube, also wenn ihr auf Probuilds guckt, seht ihr auch sehr wenig Kraken und viel mehr, wie heißt das andere Item? Immortal Shieldbow. Ich glaube, das ist einfach besser, das Item. Ich weiß auch gar nicht, ob Krakenslayer mit Rageblade, ob das interagiert, also ob das On-Hit-Schaden ist oder nicht. Die Frage ist, willst du überhaupt einen Bart haben? Nicht wirklich, ne? So, jetzt schauen wir mal hier. Kennen Mitte, da wird er wahrscheinlich ein bisschen strugglen, unser Kollege. Kraken ist kein On-Hit, ja, dann macht der Bild überhaupt keinen Sinn mit Kraken, glaube ich. Dann ist es einfach viel, viel besser, Dings zu gehen. Immortal Shieldbow, weil dir das so viel Utility gibt. Kannst du mir den Unterschied zwischen Omnivamp und Lebensraub erklären? Simpel gesagt, Lebensraub, du machst einen Auto-Attack, der macht Schaden, du heilst dich. Omnivamp, du machst einen Schaden, du machst einen Zauberspruch, du machst einen Kopfstand und heilst dich dafür. Das ist also so All-Around-Lifestyle und das andere ist primär an Attacks gekoppelt. Also sehr vereinfacht jetzt gesagt. Das ist natürlich noch ein bisschen spezieller, aber sehr vereinfacht. Danke an LemmingX für den Support. Einen wundervollen wünsche ich euch. Good luck, good luck. So. Hier kann man den Bug mit dem Mauszeiger ingame beheben. Du musst den Legacy Cursor an- und ausschalten, wohl angeblich. Muss ich mal einen Ticken leiser machen hier. 300 auf und Video seid es gepostet. Eigentlich könnte ich das irgendwo verlinken für heute, oder? Bisschen Stimmung hier für meinen Kollegen machen. Ich weiß nicht, ob das Video gut ist. Ich habe mir das selber noch gar nicht angeguckt. Was, wenn ich da nicht gut wegkomme? Oh Mann, ey. Ich hätte mir wahrscheinlich davor einmal angucken sollen, ne? Na gut, ich mache euch nachher einen kleinen Comment dafür. Irgendwas Kleines. Dann könnt ihr euch mich live in Action beim Warhammer spielen sehen. Was für, guckst du im Stream? Ich glaube, das geht wahrscheinlich ziemlich lang, oder? Das geht, glaube ich, schon ziemlich lang. Der will mich wieder anhüpfen, oder? Okay. Fühlt sich nicht so gut an hier gerade, muss ich sagen, wie ich antizipiert hatte. Early wird wahrscheinlich auch sehr, sehr anspruchsvoll für uns. Oh. Na gut, am Anfang einfach nicht sterben, I guess. Nicht cheesen lassen und dann später können wir mit unserem Cage arbeiten.
doch scary. Das bringt trotzdem Stacks, ne? Geschehe haben wir gar nicht so schlecht getradet, oder? Das Einzige, was wir nicht haben, ist gelastet. That's okay. Das ist immer noch killen, ne? Müssen sehr vorsichtig sein, ja. Wahrscheinlich will er jetzt einfach resetten und TP'en halt an. Ja, ganz viel Glück haben, greedet er jetzt und geht nicht basen. Lilia Sona. Okay, und jetzt? Okay, das klappt trotzdem. Alles klar, ne? Okay, Lilia hat keinen Flash mehr. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht gewesen für uns. Hat das AP-Scaling, das Ding hier? Ist gar nicht, hat das AP-Scaling. Die Wave oben pusht zu uns, da müssen wir nicht tippen. Warum ist der gegnerische Jungler Level 5? Was? Warum ist die Level 5? Wollen wir einfach... Warte mal, das hat doch AP-Scaling, ne, Liandris? Ne, Max Health Magic Damage. Ne, 2,5. Das hat Damage, Scaling, oder? Irgendwie, warum sehe ich das nicht, ja? Dann gehen wir einfach für Dot Weiger Toplane. Der gute alte Dot Weiger. Jetzt werdet ihr euch sagen, Frederik, Dot Weiger macht doch überhaupt keinen Sinn. Richtig. Ne? Aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Wisst ihr? Das ist immer das Allerwichtigste. Shit, diese Weiger last jetzt, ne? Oh, okay. Nice. Mein Jungler stirbt im Jungle mit seinem Brand. Und der gegnerische Jungler macht komplett Solo. Das ist irgendwie unsympathisch, ne? Da bin ich nicht Level 6. Unangenehm ist. Das ist gar nicht, die Ulti allein killt ihn wahrscheinlich, ne? Oh. So schon, ne? Ja, wer weigert zu playen? Ein gewaltiger Powerpick aktuell in der Meta. Weiger glänzt mit seiner unglaublichen Kontrolle gegen die meisten Melee-Champions. So. Englische Jungler ist selbe Level wie ich. Mein ganzes Team läuft komplett runter. Oh, this is gonna be a tough one, guys. I can 1v9 if we relax a bit. So. Warten wir einmal hier nach oben als nächstes.
Weil der hat einfach, der ist fucking full MR, Jax Toblerone. Wait, aber ich schieße 10er Damage auf den, what the fuck? Scheiße, eine Sekunde für Ult. Eine fucking Sekunde, Mann. Dann ist er einfach tot. I feel so fucking terrible. Gar nicht dran gedacht, der hat natürlich noch Flash Up. So bad von mir. Vorsichtig hier. Das ist natürlich schlecht, ne? Das ist natürlich ganz, ganz schlecht gewesen von mir. Jetzt ist der sogar ahead auf uns. Das ist natürlich fies, ne? Dass der einfach einen Negatron Cloak bauen kann. Die Saison. Ich kann den trotzdem noch killen, wenn er greedet, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, oder? Oder? Ja, stimmt, ich glaube, der hat gegreedet. Wenn die Pflanze hat, ist er tot. Ja, die ist natürlich nicht ab. Ja, auch zu schön gewesen, so. Wenn ich wenigstens den Kill-Trade gekriegt hätte, ne? Wenn er jetzt Mercs auch noch geht, sind wir halt so turbo-doomed. Ja, dann sind wir wirklich turbo-doomed, ne? Aber wenigstens kommt unser Team gerade gut zurück. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Die waren noch so weit behind. Wie kommen die denn jetzt zurück? Ah. Okay, that's more like it. Okay, was ist das? Das wird... Wait. War der Vincent gerusht? Ich glaube, Mercs wäre schon besser für ihn, oder? Na gut, wir können aber auf der Lane jetzt erstmal nur noch farmen hier, schön defensiv. Schön defensiv farmen. Ist auch nicht verkehrt auf Weiger, ne? Solange es die Lilia hier nicht dived. Gibt mir so eine Menge Ability, hey, ist das ja was wir brauchen. Macht den absoluten Null Damage. Boah. Fucking hell, die werden mich diven. Die werden mich auf jeden Fall diven. Was machen wir jetzt da dagegen? Ich kann die Wave nicht ausdünnen, Lana. Also wenn ihr euch wundert, warum ich den Stun so verwende, die Sache ist, ihr seid immer toter, ne? Alles, was ihr machen müsst, ist, was ihr machen könnt, ist halt probieren, die Wave hier aufzuhalten, damit sie instant den Turret tanken müssen. Was machst du denn? Nein. Hat geklappt? Hat echt geklappt, ne? Also nicht wirklich, weil er trotzdem gestorben ist, aber. Besser als nix, nehme ich an. Der Midlaner hat den vollen Turret schon genommen. Boah, das wird so hart, das Game. Aber ich glaube, wir können es später schon irgendwie carryen. Die sind halt gerade schon 4.000, 5.000 Gold ahead, weil sie zwei volle Turrets schon nehmen konnten. Die haben auch auf jeder Lane Farm Lead. Und wir können bestimmt irgendwann gewinnen, aber es wird ein langer Weg sein für uns, ja. Bevor was geht. Tatsächlich ist Weiger aber ganz gut in diesen chaotischen Games, weil er natürlich sehr, sehr viele Catches später machen könnte, ne? Mit Weiger. Okay, in 60 Sekunden hätten wir... Er ist full im Airtop. Eine Enemy
Ich würde super gerne in Mitte gehen, dann dementsprechend. Vielleicht können wir jetzt ein paar Platten mitnehmen auch. Und wir haben dann unser Liandris Anguish ready. Was schon sehr, sehr gut sein sollte. Zwei Kids ist Mitte. Okay, der Jax hat geflasht. Oh, nicht fighten, Leute, nicht fighten. Oh, Mensch, sehr schön gespielt. Ja. Sehr, sehr gut. Aber jetzt müssen sie raus. Jetzt müssen sie auf jeden Fall raus. So, jetzt holen wir uns unser Anguish. So, wie viel MR haben die Gegner? Gar keine. Ja, die werden, also außer dem Top-Laner. Der Top-Laner hat eine Menge MR. Ich glaube, wir werden trotzdem für Sorgs gehen, oder? Schau, schöner Versuch. Leider noch nicht genug Juice da. Leider noch nicht genug Juice, aber wir kommen in die richtige Richtung. Das ist, was zählt. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange und wir sind hier eine absolute Unit. Jetzt gehen wir einmal kurz back to base. Was würdet ihr als nächstes holen mit unserem... Sollen wir wirklich Double Dot gehen? Nee, oder? Ich glaube, Double Dot ist es nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Cosmic Drive als nächstes für die CDR, damit wir da schön arbeiten können. Vielleicht können wir später Double Dot nehmen für die Tankiness, aber ich glaube, Cosmic Drive ist hier der Build. Und dann, oder Rabadons. Ich glaube, Cosmic Drive into Rabadons klingt gut. Das gibt uns die CDR, das gibt uns dann die Möglichkeiten, später aktiv zu sein. Welche Rune hast du drin? Electrocute spiele ich. Horizon Focus ist, glaube ich, ganz schlechte Wahl hier, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Das gibt uns absolut nicht das, was wir wollen. Mann, wenn ich das Dings getroffen hätte, wäre sie tot gewesen da, ne? Think it's best. Oh, und ich hätte natürlich aus der Q-Range rausgehen sollen. Ich hätte aus der Q-Range da rausgemusst. Also wir gehen Cosmic Drive und schauen, wie wir weitermachen. So viel CDR wie möglich stacken hier. Warum habe ich 48 CDR? Das kann nicht stimmen. Crazy. 48 CDR klingt crazy viel. Für mich. Wir werden Double Dot irgendwann später gehen, weil das uns ja auch ein bisschen Tankiness gibt und Sonjas und so werden wir bauen. Aber wir brauchen jetzt erstmal. Wir brauchen jetzt dann erstmal Rabadons auch, glaube ich. Na, Horizon Focus macht keinen Sinn, weil es uns weder CDR gibt, noch gibt es anderen so guten Damage wie Rabadons oder Void. Das heißt, das ist einfach nicht so ein gutes Item für uns hier.
halt so defensiv spielen. Auch schon, der geht auch tanken, ne? So scary, wenn der auf einem. Wenn der auf einem zuspeedet. Okay. Wir könnten Herald gehen, die Gegner. Die könnten hier gerade über mir sein, das heißt, ich muss auf Pandey und Ult 8 geben. Ich kann halt vielleicht beten, aber vielleicht sterbe ich auch zu schnell, wenn ich probiere zu beten. Ich muss die Kills gar nicht kriegen. Für mich ist nur wichtig. Jin und Mao mit mal. Nee, Bot. Jo, top. Ich muss nur gucken, dass ich einfach da bin. Dass ich die CC gebe, dass ich den Damage gebe. Unser Team soll auch ins Spiel finden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und immer schön das Team auch loben. Ne? Der Marker hier mit dem absoluten Turbo-Int. Nice try. Really close. So, dann schauen wir, was wir weitermachen können. Schade, dass wir den oben nicht gekriegt haben. Kein Damage gerade, ne? Für den. Aber ich habe jetzt dann gleich TP zur Verfügung. Der wird vielleicht einfach Bot heralden, muss man sagen. Basen hier. Für den bräuchte ich halt unbedingt Ämpfen, ne? Der ist sehr spekulativ dabei, der Mann. Geht die vor? Ich glaube, die ist vorgegangen. Jetzt ist das hier. Wir müssen für den unten gehen. Ich muss auf gar keinen Fall den Innetürt knacken hier. Aber ich glaube, er kriegt den noch. Kann ich das irgendwie von wir nein? Und das ist halt die wichtige Frage hier. Wenn wir gewinnen wollen, muss ich von wir nein machen. Schüttert war sehr gut von unserem Team. So. Wer ist unten? Curve für die Gier? Drake ist in 28. Der Ken lebt wieder. Hat der Sonjas? Der hat Sonjas. Ich weiß nicht, ob das schon wieder auf Cooldown ist, aber. Ja, ich hab meinen Cosmic Drive. Jetzt sollten wir als nächstes sollten wir Void gehen hier und dann Rabadon ist für die dicken Multiplikatoren. Aber wir müssen erst Void leider bauen. So, und jetzt haben wir 40% CDR zu dem Zeitpunkt. Das ist, naja, okay, I guess. So, flitzen wir wieder los. Jetzt Void holen. Ja, wir haben sogar 42% CDR, nehme ich an. Ich muss wieder den Blue machen, was ist das? Und vielleicht oben für den Kollapsen, wenn er ein Spinner.
normale Flash für mich. No. Prime League ist heute 17 Uhr, ja. Prime League ist heute 17 Uhr. Ja, können die Nash machen damit? Ich hoffe wirklich, dass sie Nash buffen. Der ist aktuell gefühlt, jeder kann fast solo Nash machen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist oder was sie da geändert haben, dass das so ist. Aber der fühlt sich so schwach an, der Nash. Also der Buff nicht, der Buff ist immer noch stark, aber der Nash an sich fühlt sich so schwach an, finde ich. So. Das ist Double Dot. Naja, du brauchst Liandris und dann brauchst du noch ein Dot-Item. Aber ich glaube, das ist ein Trap. Also diese Items hier zusammen. Das ist aber nicht so gut, glaube ich, wie man denkt. Das ist mehr. Es ist halt lustig, es macht halt Spaß. Ja, der Build. Ich glaube nicht, dass der so gut ist am Ende des Tages. Wie lange brauchen wir für Void noch? 8 von 0 Gold. Okay. Einfach für Catches gucken. Sobald ich Void habe, habe ich, glaube ich, wieder Kill-Potential auf jeden von denen. Das ist aktuell... Ja, eher nicht. Scheiße, ich hab Cage falsch gestellt. Okay, aber ich hätte jetzt mal einen Void. Ich hoffe, die können das noch defenden. Das ist richtig. Ich glaube, dann reicht's, oder? Nice one, oh. So schlecht gespielt. Nein. Oh mein Gott. Einen einzigen Spell getroffen. Zum Glück hat der Auto-Attacks, Mann. Okay, I'm huge. Habe ich supportet? Naja, gut, das war mein Fehler, ne? Ich hätte da einfach weiter hinten bleiben sollen. So, jetzt lass mich noch hier nach Musik gucken. Ich werde es mal schnell wieder los. Ich brauche jetzt nur noch Rabadons. Und dann haben wir, also ich meine, ich kann halt an jeden One-Hitten, aber jeder One-Hittet natürlich auch mich, ne? Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. So, also Rabadons und dann können wir Demonic Embrace bauen und hoffen, dass uns das ein kleines bisschen tanky macht. Shit, ich hab zu viel Damage. Krass. Wir werden den Drake nehmen, die Gegner. Wir sollten oben den Jax zusammen machen. Ja, den Drake können wir noch nicht fighten. Erinnert. Das hat ihn gestunt. Okay, währenddessen hat der Yoni wieder ein Opening für einen Int gefunden. Klasse! So, die werden den Drake jetzt machen, die Gegner. Oh shit, der TP ist natürlich sehr risky. Oh, gut. Ich guess Support One hat. Why not? Ist okay. Okay. Haben wir noch Farmen jetzt für eine Weile? Bald Rabadons. Mit meinem Rabadons kann man auf jeden Fall fighten. Die wird hier oben rein, YOLO, ne?
nicht. Verdiene ich schon so ein Blue Game? Hat leider auch Sonjas gehabt. Fuck! Hätte ich vielleicht sonst carryen können da, den Fight. Was haben wir denn noch für Musik? Ich glaube, die können wahrscheinlich finishen, wenn die jetzt nicht aufpassen. Das ist leider Game jetzt. Schade, Ah, wir haben so hart gecarried, aber es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Ich hätte trotzdem noch einen Ticken besser spielen können. Schwierige Teams, die wir da gerade haben, muss ich sagen. Sehr, sehr schwierige Teams. 10 Sekunden noch für Mauka. Maybe. Wenn sie ein bisschen pollen, vielleicht wollen sie für einen Dive schauen oder so in den Nexus. Irgendwas in die Richtung. Wenn sie einfach durchziehen, haben wir verloren, ne? Wir haben Liandris. Ja, ich wollte Ability Haste halt haben, so viel wie möglich, weißt du? Ich wusste nicht, was ich sonst bauen soll. Ich glaube, Weiger hat eine ziemliche Identitätskrise, dadurch, dass er keine wirklich gute Rune mehr für sich hat, oder? Weil du hast ja früher hast du immer GLP Weiger gespielt, aber das kannst du ja jetzt nicht mehr einfach so machen. War Vayne schon dran? Yes, Vayne war auch schon dran. Der Mauka hat echt gut gespielt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn du alle Champions durch hast? Weil jetzt wurde ich demoted für die zwei Games. Are you kidding me? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Well, fuck you too, Wie viel RP habe ich jetzt wieder? 75.